Und damit verfahren wir jetzt nach dieser Tagesordnung und starten hinein in den Tagesordnungspunkt 1, Ausscheiden eines Stadtratsmitgliedes und Nachrücken einer Ersatzperson. Der Anlass ist ein trauriger und wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag. Falls es eine Wortmeldung gibt, dann wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Einundsechzig Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung. Damit ist das so beschlossen. Eine Enthaltung, habe ich gesagt. Eine Enthaltung. Ist das so beschlossen und wir kämen damit zur Vereidigung von Herrn Lippmann. Ich darf Sie nach vorne bitten und erstmal in unserem Kreis willkommen heißen. Es ist, wenn wir einsteigen in den Stadtrat und natürlich dann unsere bürgerlichen Pflichten als gewählter Vertreter wahrnehmen, eine Verpflichtungsformel von mir vorzulesen und Sie müssten es dann mit, ich gelobe es, bekunden und ebenso noch, deswegen auch schon vorbereitet, dann unterzeichnen. Ich erlaube mir, die Verpflichtungsformel zu verlesen. Ich gelobe, die Verfassung, Gesetz und Recht zu achten und zu verteidigen, meine Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen uneigennützig und verantwortungsbewusst zu erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen zu üben. Außerdem gelobe ich, die Rechte der Landeshauptstadt Dresden gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern. Dann heißt es weiter, wir bekräftigen das, und jetzt ist ja wieder, die letzten Verpflichtungen waren so zu ganz hohen Corona-Zeiten gewesen, da war das schon ein bisschen mit Einschränkung, kannst du den kräftigen Handschlag machen, ich glaube, das können wir heute wieder tun, und dann eben die Verpflichtungsformel unterzeichnen, und dann sagen wir nochmal ganz herzlich willkommen in unserem Kreis und gute Zusammenarbeit. So, meine Damen, meine Herren, damit, wie gesagt, heißen wir noch einmal ganz herzlich Herrn Frank Lippmann in unseren Reihen willkommen, wünschen heute eine gute erste Sitzung mit uns und natürlich dann noch viele weitere in Zukunft.